Traditionell mit moderner Verbindung, das ist unser Motto. Kreativ und innovativ sein. Gibt es seit 14 Monaten, das heißt über ein Jahr. Also es ist die Verbindung von traditioneller griechischer Küche mit moderner. Finden wir natürlich auch die Qualität unserer Produkte, aber ich finde eigentlich diese traditionelle Kochen mit, in Verbindung mit das Moderne, das macht uns besonders. Also da gibt es sehr viele Spezialitäten. Wir haben sehr viele Vorspeisen. Es ist ja bekannt in Griechenland für unsere Meer. Also es gibt sehr viele Fische-Spezialitäten und natürlich warme, kalte Vorspeise in Vielfalt. Wir haben jetzt Spanferkel-Koteletts wirklich mit einer sehr guten Soße, mit einer sehr feine Kartoffelpüree. Dann haben wir unser Dessert, gerade passend jetzt zur Weihnacht. Das ist eine Walnusskuchen mit hausgemachter Vanillecreme, mit Zimt und Nelken. Das passt auch sehr gut dazu. Dann haben wir Kastaniensuppe, verschiedene Sachen. Natürlich. Wir haben zum Beispiel ein Biobrot, das backen wir selber. Wir haben aus verschiedenen Regionen Griechenlands Produkte. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Eine zum Beispiel Mastello, eine schmackhafte weiche Käse aus der Insel Chios, sehr gut. Eine Weichkäse Manouri aus der Insel Kreta. Fava aus der Insel Santorini. Santorini ist eine Vulkaninsel, es ist bekannt. Allein dieses Naturschauspiel, wenn die Dämpfe vom Meer hochkommen auf die Felder und wächst dieses Linsen, so dieses Ackerbohnen, ist sehr fein, sehr schmackhaft und sehr gesund von allem. Und aus verschiedenen Sachen. Auch aus anderen Regionen Griechenlands, im Norden, im Süden. Es gibt ja so viel Vielfalt in Griechenland. Es gibt vom Kreta bis oben im Norden. Es gibt jede Menge Rezepte. Feine Olivenöl. Natürlich also Olivenöl aus Kreta und Peloponnes, das ist klar. Karobnudel, also diese Johannisbaumbrot, machen in Kreta sehr schöne Nudeln daraus. Das ist auch Bioprodukte und sehr gesund. Tomatinha aus Santorini, also wie gesagt, wir versuchen die guten Produkte Griechenlands und von verschiedenen Regionen hierher auch in unsere Restaurants zu verwenden. Und diese traditionell mit moderne macht uns besonders. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Richtig gehört, eine Losteria am Hauptbahnhof. Ich denke, die Kombination ist sehr, sehr interessant, nicht nur für die Münchner, sondern auch für die Durchreisenden, dieses tolle Konzept hier auch erleben zu können. Was speziell eben auch ist, von der